19 Uhr Bayern. Oh ja, so sah das Ganze aus. Und dann Debütalbum kam dann auch 2013 auf den Markt. Warum hat es jetzt, klingt immer so unglaublich lang die Zeit bis 2016, aber auch für dich, weil du hast irgendwann auch mal in einem Interview gesagt, es ist heutzutage doch schon eine sehr, sehr lange Zeit bis jetzt zum nächsten Album. Was ist alles in der Zwischenzeit passiert? Also wie du gerade sagst, in der heutigen Zeit sind so 2,5 Jahre oder 3 fast unglaublich viel. Ja. Also erstmal habe ich irgendwie ein Jahr lang bin ich halt getourt mit der Musik, die ich gemacht habe, oder anderthalb. Und dann habe ich gesagt, wenn ich neue Musik mache, nicht weil ich sie schlecht fand, aber ich habe mich damit nicht mehr wohlgefühlt. Ich wollte halt schon immer das machen, worauf ich Bock habe. Ja. Und dann habe ich mich erstmal ins Studio eingeschlossen und habe wirklich auch alle Auftritte abgesagt, habe mich aus dem sozialen Netzwerk zurückgezogen, keine Postings mehr. Also komplett offline. Als wäre ich nicht da, genau. Okay. Als würde es mich nicht geben. Aber ich dachte mir, wenn ich zurückkomme, will ich ja zurückkommen mit was, wo ich echt Bock drauf habe. Ja. Und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich es irgendwann gefunden und bin sehr, sehr zufrieden und da steht's. Also, da steht's, am 15. kommt's dann endgültig raus. Es sind auch mittlerweile schon einige großartige Videos mit dabei und vor allen Dingen auch ganz bekannte, neben dir natürlich auch ganz bekannte Musiker, die die Songs eingespielt haben, weil das ist wirklich alles richtige Musik, also auch richtige Jazzpianisten, richtige Bläsersounds. Richtig. Das ist alles echt wirklich auf dem Album auch. Das war mir wieder wichtig. Also ich habe davor, war es alles sehr synthetisch, was ja auch cool ist, ist jetzt dann nicht schlimm, aber ich wollte, irgendwie hatte ich Bock, echte Musik zu machen, weil es heutzutage kaum einer mehr macht. Und dann habe ich mir die Musiker ins Studio geholt. Wie gesagt, schon angesprochen, die Bläser wurden zum Beispiel eingespielt von den Heavytones, die Stefan Raab Band. Ja, TV Total, die große Band. Ja. Unglaublich, sind auch richtige Vollprofis. Dann Jazzpianist hatten wir da. Alles ist live. Also das ganze Album wurde live eingespielt und das ist unglaublich geil. Also genauso jetzt meine Auftritte, jetzt trete ich mit Band auf. Und das ist eine ganz neue Welt und macht richtig viel Spaß. Gleich wirst du auf jeden Fall erstmal live bei uns im Studio auftreten. 2 Songs hast du nämlich mitgebracht, da freuen wir uns total drauf. Und wir sind immer auch noch live, parallel dazu auch noch bei dir auf der Facebook-Seite. Könnt ihr nach wie vor immer noch Fragen auch im Chat stellen. Da ist auch schon richtig viel los. Vielen, vielen Dank schon mal bis hierhin. Chris Prinz und das neue Album ab dem 15. April offiziell erhältlich. Großstart der Romantik. Wir sind gleich wieder da. Auf gar keinen Fall weggehen. Vielen, vielen Dank. Gerne.